Hallo und willkommen zu einem zweiten Part von Heritage. Und ja, ich würde mal sagen, es gibt einen Fehler. Ich habe mir ein Video angeschaut, weil ich mir schon was befürchtet habe, dass dein Fehler ist. Nämlich, dass das wirklich stecken bleibt. Da ist nämlich was anderes, statt die zwei Striche. Das ist jetzt ein Problem. Das heißt, ich versuche jetzt mal zu fixen. Okay, geht nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, wir müssen das Spiel neu starten. Es geht leider nicht anders. Hallo und willkommen, na Spaß. klick. Klick, klick, klick. Oh. Warte mal, what the fuck? Wir haben New Game gemacht, ich schwör auf Gott. Ja. Yeah! Okay, okay, ich bin cool. Müssen wir sagen, wir holen uns die schwule Taschenlampe. Also ich finde... Das Besteck ist ganz schön. Schaut schön aus. Und so, was ich scheiße finde, man kann so viele Teller aufnehmen wie wir. Ich nehme über ein Glas. So zwei oder drei. Und noch das Teller mit. Oh, vier oder fünf. Oh, haben wir Inventar voll gesteckt, scheiß drauf, tust du dir rein. Oh, dann würde ich mal sagen, wir lösen das verkackte Rätsel. Also ich habe mir jetzt nur gemerkt, dass dein Punkt ist. Und ich glaube, ich habe jetzt das Rätsel, nämlich, das heißt was leer, also Space. Und da ist ein Punkt. Dann kam irgendwas mit Linie und dann meint er, dass mit dem 3D und so ein Quatsch, und da ist ja das gibt. Da ist ein Würfel, nämlich in 3D-Form. Müsste es jetzt klappen. Yeah! Ich hab's. Yeah, can't reach it. Scheiß. Ganz vieles. Okay, also super Spiel, dass man mal neu startet. Ich allein eigentlich ganz nicht ganz cool. Wir machen das jetzt so. Wir gehen rauf und holen jetzt schnell die Batterie. Das mit dem Zettel müssen wir nicht nehmen. Fuck this shit. Fuck this shit. Fuck this shit. Mr. Chair, why are you doing this? Why the fucking heck are you doing this? Huh? Mr. Chair? Answer me. Bitch. I hate you. Okay, Mr. Chair ist hoch. Die scheiß Batterie eigentlich, Alter. Die Frau macht sich alles umständlich, also echt. Mr. Chair, ich mag dich nicht mehr. Manchmal denke ich mir, Mr. Chair mag mich nicht. Ehrlich gesagt hasse ich es, wenn die Türen offen sind. Alter, ich höre die Geräusche. Die machen mich so wahnsinnig. Ich hätte die Soundeffekte ausschalten sollen. Ich will Rasen mähen. Yay, ich hab Rasen gemäht. What the fuck? Ich check das grad gar nicht. Okay.
ja, sagen wir mal, das ist der Uhrzeiger. Links. Ich habe gar keine Ahnung, ich versuch's mal. Der guckt nach links, der guckt nach unten. Der guckt nach oben. Das guckt nach so. Klack, 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 klack. Okay, ich habe gar keine Ahnung. Warte mal, wir haben einen Hammer. Mir fällt gerade was Geiles ein. Tu ab jetzt. Nein! Nein, 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 nein. Streng dich an, da zu bleiben, gell? Streng dich an. Also ich finde, es ist sehr schwer, mit solchen Rasenmähern überhaupt einen Rasen zu mähen. Bei einer Nachbarin von Nachbar und der Nachbarin kann man beides sagen. Halt, halt Nachbarin, sagen wir mal eher so. Da ist es nämlich so, dass man, dass ich das mal gemacht habe, und es ist sehr anstrengend, also ist echt nicht ohne. Und yeah! Muss mich verarschen. Oi! Ich finde eigentlich ganz cool, dass es ein Rätselspiel ist. Ich finde nämlich ganz gut in Rätselspielen, aber es zeigt sich gerade gar nicht so bei mir. Sorry. Okay, in the fifth dimensions time is pervasive the same way that in the fourth dimension that discards the possibility of entities can be reflected in the future, but it is right to think they can see your past as reflection. Das heißt, wir können unsere Zukunft per eine Reflexion sehen, denke ich mir gerade, also so wie ich es gerade gelesen habe. This will help understand better. Okay, und was gibt es da für Zeichen? Also es gibt einen Blitz. Da gibt es einen Kreis. Dann gibt es einen Diamant. Warte, zuerst kommt das Blitz, dann der Kreis, dann müsste das kommen. Warte mal kurz, ich habe eine Idee. Da müsste das Blitz sein. Da müsste da... ja genau, das war gerade richtig. Scheiße. Okay, ich check's gerade gar nicht. Gehen wir nach oben. Ich hab keinen Schatten. Cool, ich wirf keinen Schatten. Bestes Spiel ever. Mami, ich will mich nicht umdrehen. Hallo? Taschenlampen. Mach die verfickte Taschenlampen. Use, du Bitch! Use. Dich. Oh nee, das ist ja das Rätsel. Okay, cool. Das ist also das Teil, was wir gesehen haben.
das da, also da, wo ich gerade mein Auge habe. Nee, warte mal, das wird das so gezeigt. Das um. Okay. Das ist also das obere. Und das muss getauscht werden. Das heißt, wenn das. Das ist dann die Mitte, das muss aber das sein, aber da ist nicht. Achso, um die Mitte zu bekommen, muss man den von linken den rechten drücken. Dann geht's weiter und von den rechten muss man in die Mitte drücken. Das heißt links, rechts, das ist also hier links, rechts, dann oben und dann in der Mitte. Also oben und dann unten, okay. Links, rechts. Zack, zack, zack. Zack, zack. Merke ich mir. Links, rechts. Ich hab's jetzt schon vergessen. Scheiße. Links, rechts. Zack, zack, zack. Okay. Links, rechts, zack, zack, zack. Okay, okay, gibt's mir schon. Okay. Links. Oh, scheiße. Links, rechts, zack, zack, zack. Ha! Alter, geil, ich hab's gelöst. Ja, geil. Na, geh mal gleich runter. Warum kann ich mich nicht bewegen? Okay, okay, es wird gleich laut. Ich tue jetzt mal kurz meine Kopfhörer weg. Okay. War doch nicht so schwer. Ich habe gewusst, dass das kommt. Entschuldigung, wenn ihr nichts gesehen habt, aber... Ich konnte einfach nicht, ich war zu pussig genug. Periode. Cool. Laptop. Was ist denn das? Nehmen wir es. Jus. Ha, ich bin cool. Ernsthaft, fuck dich. Cool. Cool. Scheiß Skelett. Yay. Mein Jordan-System, ich liebe dich. Okay, die 4 wurde eingekreist. Warte, Mikrofon. Ich mach mal ab. Okay. Also 4, 8. Was gibt's denn noch? Nur die 4 und die 8, ernsthaft. Ja, die 4 und die 8 wurde eingekreist, aber... Erklär mir doch jetzt nicht ein. Oh Gott. Oh, cool. What? The fuck? Copied. Already copied. Copied. Wait, lass. When brain die. That energy doesn't activate. Instantly after brain's death. Free energy this. Appeared in exactly 666 milliseconds. 4 energy drinks are to 66.6 kilowatts gesund. Genau. Ich habe noch keine Ahnung. Dann würde ich mal sagen 4 8 6 6. Oh shit.
4 wurde angekreuzt. Die 8. Jetzt hatte ich keine Ahnung. Hä? Oh. Wie kann man öffnen? Cool. Ich weiß. Nichts. Oh Gott, geh mir weg damit, bitte. Nein, geh weg. Das, was jetzt stimmt. Weight loss when brain dies. Wenn der Kopf stirbt. Energie source. Also Energiesensoren aktivieren instabil. Instant be able Steam oder so, wenn der Gehirn zerstört ist. Energie dissipate in exakt 666 Millisekunden. Energy mission 6. Ich check's grad gar nicht. Was hat das gerade alles damit zu tun? Ich glaube, ich löse zuerst das Rätsel oben. Ist mir gerade so lieber, weil ich das andere gar keine Ahnung habe. Was hat das überhaupt mit Energie zu tun, bitte? Also ich check's gerade gar nicht. Ich brauche nur ein Passwort-Rätsel. What the fuck? Es regnet. Ui. Es ist dunkel, du Schwamm. Tschakatscha. Wozu haben wir eine Taschenlampe? So. Ich bin verkackt, das Spiel. Wieso habe ich das überhaupt gewählt? The only thing they need to come here is concentrate energy so they can. Ach so, okay, das was wir gefunden haben, hat wirklich damit was zu tun. Was hat das aber mit dem Gehirn zu tun? Oh, ich versuche anhand der Zeichnung was zu bekommen. So, der Blitz und der Kreis fungieren miteinander. Ich bin gerade fest der überzeugten Meinung, dass... Nein, oh shit, ich drücke da und es kommt... Oh, fail. Schade. Okay, dann habe ich doch nicht recht. Dann würde ich mal sagen, der Blitz ist die Energie, das Kreis ist der Raum wahrscheinlich, und das sind die Past und die Zukunft, wo ich da mir denke, dass das die Zukunft ist und die Past. Aber 3 und 4 Symbole, das ist echt kompliziert. Das heißt, tun das weg. Zuerst kommt die Energie, dann entsteht der Raum durch die Energie und dann müsste die Zukunft erscheinen. Oder die Vergangenheit, was sinnlos ist. Okay, was ist, wenn ich doch mit der Zukunft recht habe? Und dann machen wir das umgekehrt. Das heißt, durch den Raum ist die Energie entstanden. Wo ist das da? Okay, doch nicht. Hurra. Nix geht uns. Ich habe gar keine Ahnung gerade. Oh.
Ernsthaft? Verarsch mich nicht. Come fucking on. Zuerst der Raum, dann das da. Und dann das da. Ha! Danke! Danke für gar nichts. Also ernsthaft, ich check's grad gar nicht. So. Also there's no doubt they can see truth objects or in other words. They can see each side from an object. Ach, scheiß auf den Text, ich versuche gerade nur das zu tun. Das ist das, was ich denke, das ist die Zukunft. Das ist der Raum und die anderen Zukunft, oder so ein Scheiß. Das ist der Kreis, also der Raum, und das ist der Blitz, die Energie, und das ist die Past. Genau, die Past. Und die Present ist dann die Zukunft. Und das heißt, das ist die Present, das ist die Teil. Und ich check's gerade gar nicht. Auf der Zeichnung müsste der Raumscheiß zuletzt sein. Das heißt, der Kreis muss da sein und da muss das Blitz sein. Fuck. Ich hasse dich. This will help understand better. Scheiß, Alter. In der fünften Dimensionszeit. It's the same way that in the fourth. In der fünften Dimensionszeit ist Perseverance das gleiche, der gleiche Weg wie das von der vierten Dimension. That discards the possibility of keine Ahnung, be reflected in the future. Also reflektiert in der Zukunft, aber es ist rechts, aber es ist richtig zu denken, dass man sehen kann, dass man es in der Vergangenheit als Reflektion sehen kann. Also ich versuche gerade so gut wie möglich das zu übersetzen. I love, there's no way they can enter in them just in your presence. Das heißt, es ist auch in der Wirklichkeit so, man kann Zeit reisen, aber leider nicht in der Vergangenheit, man kann nur in die Zukunft reisen. Warte, vielleicht hilft mir das was. Man kann in die Zukunft reisen, wenn man in der fünften Dimension ist. Dann, wenn man in der fünften Dimension ist, sagen wir mal so, wir sind in der fünften Dimension, also wir sind jetzt in der Mitte. Das ist die Vergangenheit. Hey, warte, das ist ja das Rätsel. Kreis. Lol. Ich glaube, ich hab's gelöst. Kreis. Und das ist jetzt umgekehrt ist, glaube ich. Scheiße. Scheiße, scheiße. Oh Gott. Fuck. Fuck, 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 fuck. Are you fucking kidding me? You're serious? Und komm schon, der Blitz muss doch auch dabei sein. Das ist der Blitz. Also ich versuch's jetzt immer wieder, aber ich kann nichts mehr. Didn't work. Okay, ich hab keine Ahnung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What the fuck? The only thing they need to come here is concentrate energy so they can with the laser a point in space-time and reflect themselves. That's the answer. Obviously the entity must be in a close distance to preserve the energy that will serve as link. This will help understand better. Ich glaube, ich hab's auch gar ein bisschen gecheckt. Der einzige Gedanke, den du brauchst, um zu kommen, um die Konzentration zu bekommen, ist die Energie, so they can, also so kann man visualisieren, so kann man den Punkt visualisieren. Das Wort gibt's nicht, egal. Point in Space-Time. Alter, ich hab keine Lust mehr. Komm schon. Das ist der perfekte Punkt. Und der muss eigentlich am Ende sein. Also ich bin 100% sicher, dass dieser Punkt erst am Ende ist. Dann kommt die Energie auch noch dazu. Und dann müsste es eine Dimension geben. So, ja. Fuck. Das ist ja der Point. Also, nein, warte, das ist der Raum. Der verfickte Raum, der mich an den Arsch vorbeigeht. Also, ich liebe Rätsel, aber das kotzt mich mal wieder an. Fällt gar nichts mehr dazu ein. Ich check einfach diese Zeichnung nicht. Das ist ja das Komische. Ich verstehe nicht, was die damit meinen. Reflexion. Also dachten wir, das ist jetzt die Gegenwart. Das ist die Vergangenheit. Das ist die Zukunft. In der Zukunft ist... Was soll dieser Punkt bedeuten? Also Energie... ist der Punkt. A point in space-time and reflect themselves. Also, wenn es ein Punkt, Punkt, Reflexion, sich selbst. In der... ja, also, weißt du, was... Scheiß drauf. Ich werde jetzt mal pausieren. Ich speichere jetzt das Spiel. Ja. Ich würde dann mal sagen... Warte mal kurz. Oh, es ist schon der zweite Tag. Ich habe gerade überall Mitternacht alles angebrochen. Guten Morgen. Na Spaß, also... Ja, also, dieses Spiel macht den echt zu schaffen. Es ist schwieriger als die letzten Spiele. Okay, es gibt auch ganz schwierige. Aber die check ich einfach nicht, weil die auf Englisch sind. Muss man sich ein bisschen mehr anstrengen. Danke.